Jetzt nehme ich die Keule wieder. Schöne Keule. Mal was Neues ausprobieren. Ja, dir ist aber schon aufgefallen, Kellogg, dass es immer dieselben sind. Oh, hier ist wieder ein Geheimnis, oder? Ja. Was haben wir denn? Ein Hafensoldat und seine Geliebte wurden getrennt. Er gab ihr sein Schild als Zeichen seiner Liebe. Schildlos wartend bei Tag und Nacht, die Bucht überblickend, ein Geheimnis er bewacht. Ah, apropos, weißt du, was mir gerade einfällt? Es hätte sein können, dass wir dem Rätsel vorher vielleicht beide an so ein Schild hätten gehen müssen, meinst du? Ah, das kann sein. Vielleicht beide davor stehen und dann... Warte mal, hier. Das war wieder die... Naja, werden wir vielleicht nie erfahren. Stimmt, also da waren bestimmt. Ja, zwei Schilde. Ich werde es nämlich nicht mehr spielen mögen. Einmal durch und gut, sage ich dazu. Ja, es ist echt... Ich habe auch das Gefühl, dass es so im Koop echt um einiges noch schwieriger ist, als wenn man es alleine spielt. Was zum... Langsam, Jungs. Ihr wollt nicht gegen uns kämpfen. Wir sind auf eurer Seite. Wir wollen zum König. Lasst sie durch. Was haben wir schon zu verlieren? Also, was führt Krieger wie euch in die zerfallenden Mauern von Leer? Blutdurst? Gier? Wollt ihr die Gebeine der Toten plündern? Wir suchen ein Mädchen. Ein Mädchen? Die Welt bricht um uns herum zusammen und ihr sucht ein Mädchen. Der Oberbürgermeister von Dyfed hat uns ausgeschickt, seine Tochter zu suchen. Pfui, Söldner, Lumpen wie ihr haben diese Hölle über uns gebracht. Meine Stadt zerstört, meine Leute versklavt. Ihr verwechselt uns mit den Vaga. Oder den Minotaurus-Bullen. Marionetten, Werkzeuge, sie dienen einem Mann, einem verräterischen Söldner. Man nennt ihn Anuvin. Anuvin? Diesen Namen habe ich schon gehört. Ja. Er war ein Drachenjäger, nicht wahr? Ja, jahrelang wurde Lyr und das Umland von einem großen schwarzen Drachen geplagt, der in den Ruinen der Stadt Kalamor hauste. Ich heuerte Anuvin an für viel Geld, um das Untier zu töten. Ich gab ihm sogar eins von Lyrs mächtigsten Artefakten mit, den Totenstein, in der Hoffnung, er würde ihnen helfen. Anuvin wagte sich mit seinen Gefährten in die Tiefen von Kalamor. Man hat nie wieder von ihnen gehört, ebenso wenig von dem Drachen. Wir glaubten, Anuvin sei gefallen, als er die Bestie tötete. Ich ließ das untersuchen. So erfuhren wir, dass Anuvin überlebt hatte. Er hatte Kalamor zu seiner Festung ausgebaut. Dort hatte er eine Armee von Minotauren und Varga und anderen üblen Kreaturen gesammelt. Was hat da gerade nicht ganz gepasst? Mhm. Von der Synchronität. Vorhin war schon fertig? Ja. Jetzt bin ich der uns sollte. Ich bedauere eure schwierige Lage, aber wir suchen nur das Mädchen. Ist sie hier oder nicht? Ja, sie ist hier. Meine Leute haben sie heute Morgen gerettet. Giselle. Mein Vater schickt euch? Uns schickt der Oberbürgermeister von Dyfed. Ja, das ist mein Vater. Dein Vater? Ja. Da schuldet uns jemand eine Erklärung. Gut. Dann komm mit uns, Mädchen. Wir bringen dich nach Hause. Aber die Leute hier, sie brauchen Hilfe. Wir sind nur deinetwegen hier. Mit ihnen haben wir nichts zu tun. Komm jetzt. Aber... Was willst du von uns, verdammt nochmal? Wir sind nicht hier, um die Welt zu retten oder eine brennende Stadt. Wir sind keine Helden. Nein. Nein, das seid ihr nicht. Kedok, wir können nicht einfach gehen. Das bringt uns nichts ein, Elara. Das ist Selbstmord. Nein. Das ist Völkermord. Könnt ihr dem Mädchen ihr Sicherheit gewähren, bis sie nach Dyfed zurückkehren kann? Oh, ich werde tun, was ich kann. Gut. Wenn ihr das hier überlebt, baut uns ein Denkmal oder sowas. Ein großes. Aus Gold, wenn ihr noch welches habt. Ich...
Die Götter mögen euch segnen. Euch beide. Kalamor liegt flussabwärts von hier. Der Hafen ist ganz in der Nähe. Dort dürftet ihr noch etwas Fahrtüchtiges finden. Wow. Wenn ihr jetzt etwa heldenmütig, sag mal. Scheint so, ja. Ich weiß auch nicht, wie mir das gefallen soll. Ich fand die viel cooler, als es noch so die gierigen Söldner waren. Jetzt auf einmal wollen sie was Gutes tun. Ist ja voll klischeebehaftet. Die Menschheit retten. Meine Mutter hat immer gesagt, ich sollte mich nicht mit dir rumtreiben. Langsam verstehe ich, warum. Deine Mutter meinte auch, du solltest Tischler werden. Würdest du lieber Schränke bauen, als dies hier zu tun? Vielleicht. Möchtest du die Antwort wirklich hören? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier dieses Rätsel lösen mit dem, mit dem Typen, der da sein Schild da seiner Freundin gegeben hat oder was weiß ich. Okay. Es gab so dieses Rätsel da, was auf dieser Steintafel gestanden hat. Ach so, genau. Aber warte, ich mach nochmal ganz kurz sicherheitshalber. Oh, vielleicht auch nicht. Können wir Pause machen? Na gut, ich mach's trotzdem ganz kurz. Und weiter geht's. Ja, Sicherheit, Safe State, wenn man so möchte. Also kurz die Aufnahme beendet. Ja, der war gut. Der ist genau aus der Deckung gekommen, der Vogel. Von wo schießen die? Man hört das immer so schlecht, von wo die schießen. Was zur Hölle? Haben die da Maschinengewehre oder wie? Aus Pfeilen? Ja, da ist irgendwas ist da. Ist eine fette Balliste wieder oder was? Mhm. Die machen aber auch Salti. Oh. Da kannst du gar nicht treffen. Vor allem, ich habe hier eine Schussfrequenz aus der Hölle. Aus der Hölle? Also schlecht, meine ich. Nicht gut. Ach, das ist wieder so eine fette... Oh Gott, die wirft einen sofort um. Achtung. Hast du ein Fläschchen voll? Weil hier ist noch eins. Nee, ich hab drei. Hier hinten? Also nicht da, wo die Balliste steht, sondern andere. Achso, du hast drei. Na gut. Ah, ich hab ihn runtergeschossen von der Balliste. Blöd, Mann. Nein, nicht nachladen jetzt. Das ist eine Gefangene. Das ist 29 von 32. Oh, ihr Penner. Bleib doch mal stehen, du Schweinchen. So. Okay, es waren alle, glaube ich. Bist du denn? Hier vorne. Da, ja, mein geliebtes Lia ist nicht mehr. Ja, mein geliebtes Lia. Ah, hier ist das mit dem... Ich sag mal rumningeln, du. Was? Ich weiß nicht, muss ich das Boot anzünden? Was war denn hier? Da braucht man erst diesen Schild. Oh, Saps. Hier geht's auch gerade. Ja, das Ding ist cool, ne? Das geht richtig ab gerade, aber das hat ganz schön Rückstoß, merke ich. Oh, hier ist so ein Schild. Nicht hauen, dann kann ich ihn beschießen. Mann, das wäre jetzt ganz schön viele hier, ne? Das leben die übrigens hinter dir. Jetzt doch vielleicht hauen. Yes, da ist er tot. Achtung, von links. Oh, wie viele sterben reinweise. Ja, das ist voll super. Da soll mal einer sagen, Slack ist was Feines. Wir nehmen lieber die Ballisten, ne? Die rennen, ja, klar, die rennen auch gerade rein, die Idioten, guckst du dir an. Ja, und was machst du da gerade, Kedder? Nee, schieß nicht. Das sieht nur noch aus. Ah, bleib stehen! Du Dreckfee. Ich glaube nicht, dass das mit dem Rätsel gewesen ist. Das finde ich gerade ein bisschen ärgerlich. Also langsam wird es langweilig hier. Ja, ich sammle schon mal Gold ein, ne? Was macht der denn da rum?
Schwerter und Schilder. Oh, es kommen noch ganz viele noch. Mhm. Ja. Boah, das Ding ist sau doof zu kontrollieren, du. Aber es gibt jede Menge Gold. Ich höre noch einen, aber ich glaube, da vorne kommt er. Ja. Komm, Schweinchen, komm. Hab ihn. Ah, jetzt von hinten. Was? Wo? Da! Hau ihn. Komm her. Ich glaube, das war's jetzt aber, oder? Oh, das Ding wackelt wie Hölle. Oh, gibt's jetzt vielleicht mal Lebensenergie oder so? Nein, ja, vielleicht. Wäre mal toll. Ich sage nein. Was redet ihr denn die ganze Zeit? Die ganze Zeit ist die am Quatschen da oben. Versteck dich doch mal. Bla bla bla. Ich sterbe lieber. Ich frage mich ja immer noch, wo wir jetzt das Item herbekommen, damit wir noch das Rätsel lösen können. Ich weiß überhaupt nicht, wo das sein soll, das Rätsel. Meinst du, wir müssen da zurückführen, oder? Nee, das ist ja, das ist ja so ein Typ, der irgendwie an der Bucht wartet oder so, ne? Auf seine Geliebte oder so. Und sie hat ja den Schild von ihm. Oder okay. So. Und ich meine, das hat hier irgendwie was mit diesem Boot zu tun. Ich hab da irgendwie schon ausgeblendet zu dem Zeitpunkt. Ach, hier ist es doch. Hm? Oder? Liegt das da? Ach ne, da liegt ja gar nichts. Hm, vielleicht kommt das auch erst später. Das ist ja immer die Sache, man weiß es nie, ne? Am Ende ist es dann immer unmittelbar in der Nähe und es wird einem nicht gesagt. Das finde ich dann voll doof. Jetzt gehen wir nämlich durch das Tor. Ja. Und dann ist Ende. Dann geht's wieder weiter und dann geht's nicht mehr, das Rätsel. Ach, guck mal sie. Okay, und los geht's. Da haben wir ja die Meisterin der Täuschung. Dir ist klar, dein Leben ist verwirkt. Und diesmal halte ich sie vielleicht nicht zurück, Seraphin. Ihr dürft mir nicht zornig sein. Ich wollte euch nicht betrügen, aber es war nötig. Nötig? Wieso? Ihr habt mir keine andere Wahl gelassen. Ihr würdet nie etwas aus Nächstenliebe beginnen. Ihr seid nie freiwillig ausgezogen, um Anuvin zu vernichten. Nicht ohne Aussicht auf Bezahlung. Also täuschte ich euch, hoffend, dass ihr, wenn ihr all diese Verzweiflung mit eigenen Augen seht, helfen würdet. Der König hat also recht. Wir waren deine Puppen. Und du willst Anuvin erledigen. Warum? Was hast du mit ihm zu tun? Sagen wir, der König von Lyr ist nicht der Einzige, den Anuvin verraten hat. Ist das alles? Die mächtige Seraphin, eine verschmähte Frau? Verschmäht oder nicht, ich konnte ihn nicht alleine besiegen. Aber meine Magie und eure Fähigkeiten, gelenkt durch die Macht des Totensteins. Mein Bauch sagt mir, wir sollten hier einfach abhauen. Aber wir haben wohl ein gemeinsames Ziel. Ihr tut es also? Ihr vernichtet Anuvin? Ja, wir tun es. Aber nicht für dich. Das Warum spielt keine Rolle. Nur die Tat. Kommt, wir wollen unseren Pakt mit dem Austausch von Kräften besiegeln. Mhm. Ach so, das ist jetzt können wir wieder nur skillen. Ich dachte, jetzt kommt was Entscheidendes. Okay, aber vielleicht kommen wir jetzt doch zur Bucht. Mhm. Hier ist noch ein Totenstein. Noch 17. Ich war ein Wissenschaftler in der Bibliothek von Lyr. Ich katalogisierte Artefakte aus dem Krieg und fand dabei diesen seltsamen Edelstein. Leuchtend grün in der Form eines Schädels. Ich habe nicht die leiseste Idee, wo er herkam, aber er hat die Macht, Tote zum Reden zu bringen. Ich nannte ihn den Totenstein. Er wurde ein geschätztes und nützliches Erbstück des Königshauses. Mhm. Sehr kreativ, der Typ. Ja. Ich konnte Tote damit zum Reden bringen. Ich nenne ihn Totenstein. Meine Mama ist stolz auf mich. Och nee, ich habe keine Lust, da rauszugehen. Saps, komm, lass wieder zurück. Wir gehen nach Daifet und bringen die Alde heim.
Warum hat er eigentlich... Ich verstehe nicht, was die da so aufgerüttelt hat, als er sagte, jemand muss uns was erklären, weißt du? Allein. Gut. Nein, nicht weil gut. Weil sie ja meinte, sie wäre die Tochter des Bürgermeisters, aber die Tochter des Bürgermeisters sah ja ganz anders aus. Ach so, ja gut. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Oh. Was ist das denn? Ich warf dich. Nee, warte mal. Man muss sie erst machen, bevor man den angreifen kann. Was muss man? Man muss erst diese Viecher hier außen, dann kann man ihn angreifen. Ah, ich bin tot. Heile mich! Schnell! Saps, hinter dir! Hinter dir? Heil mich! Da bist du. Danke. Da bist du! Kannst dir gleich ein Fläschchen holen. Oh, man kriegt Schaden die ganze Zeit. Oh, ich bin schon wieder tot. Elara! Ah, toll, der macht so einen AOE-Effekt um sich rum, so einen Area-Effekt. Ich fühle mich. Wenn du weiter zögerst, das ist der erste Boss sozusagen. Wir hatten doch schon Bosse. Ja, der erste richtige, gegen den wir wirklich so anständig kämpfen müssen. Okay. Die Spinne war ja mehr so. Ne? Wegrennen. Ja, aber die anderen, die das erste Mal, die Trulla, die war ja auch ein Boss, wenn man so will, im dritten Kapitel. Ach, die ja. Dann schießen wir die am besten ab, die Dinger, oder? Wir sind nicht allein. Ja. Oder ich renn, bleib du hinten und ich renn vor und lass mich halt dann hauen. Sich anstrengen, uns aufzuhalten. Kannst du ja schießen. Da kommen ja noch Skelette und alles. Und jetzt den Mund. Ah, guck, siehst du, wenn man da reingeht, kriegt man Schaden. Ah, da genau, du musst raus, Saps. So, ich brauche Heilung! Warte mal. Da musst du raus aus diesen Area-Effekts. Oh, komm schon. Jetzt kannst du ihn angreifen. Kannst mich buffen? Oh, ich hab schon den falschen Zauber. Aber wenn ich sterbe, ist den falschen Zauber drin. Jo, danke. Das hilft. Oh, macht ja nicht gerade viel Schaden, das Ding jetzt. Nee? Nee, gar nicht. Ich zieh ihm vielleicht so einen Fitzel ab. Okay. Ich bin schon wieder tot. Heile! Okay. Schnell! Kannst du mal buffen? Danke. Danke, Mädchen! Oh, jetzt guck mal, so ein Skelett, ey. Oh, ich bin schon wieder tot. Elara! Kannst du mich retten? Mann, zeig mir doch mal meinen Knopf an hier. Perfekter Wurf. So, ich hab weggekloppt das alles. Was kommt? Danke. Ich nehme mal ein Fläschchen. So, als habe ich schon gesucht. Die Hälfte haben wir gleich. Wie? Dann macht er schon wieder sein. Ey, vor allem, ich stehe auf und krieg in der Zeit weiter Schaden, ne? Durch seinen blöden Kreis, der Schaden verursacht. Kannst du mich waffen? Mhm. Jawohl. Ah, das hilft. Oh, ich bin tot. Scheiße. Heile mich. Danke. Schnell. Sag mal nicht so weinerlich, Kellogg. Oh. Ja klar. Ich. Irgendwas schießt da die ganze Zeit. Ja, irgendwie, ne? Also der Sound höre ich. Wenn ja, was ist. Komm, gleich haben wir's. Hau ihn dort! Muss der jetzt nicht eigentlich schon tot sein? Also so gefühlt finde ich das. Yes, ja, er ist tot. Wollte ich was sagen. Oh, ich hab voll Lebensenergie. Ja, ich auch. Warum das denn? Hä? Wir haben den Dämon gerade zurück in die Hölle geschickt. Da, wo der Bastard hingehört. Gut gemacht, Elara. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Ja, man weiß wie, ne? Ja. Die Buffs sind halt übermächtig. Ein Boot. Wenn wir flussabwärts fahren, sollten wir die Ruinen von Kalamur erreichen. Genau. Und wenn wir dort sind, was dann? Töten. Oder getötet werden. Das Übliche also.